Herzlich willkommen und guten Tag zu einer weiteren Ausgabe von Michas Zockrunde. Heute in der 37. Jahresausgabe geben wir uns mal wieder auf den Straßenbahnsitzplatz. Wir spielen Tram Sim Vienna, also Tram Sim Wien, und wir machen mal ein kleines selbst ausgedachtes Szenario. Und zwar sind wir unterwegs in Ulf, haben eine Fahrzeugstörung und müssen in den Betriebsbahnhof Favoriten einrücken. Wir beginnen die heutige Zockrunde mit einer kleinen Vorgeschichte. Hier spricht Triebwagen 4, Leitstelle bitte kommen. Ja, Leitstelle hört. Ja, und zwar habe ich eine Antriebsstörung und ich bräuchte bitte etwas Hilfe. Ja, Sie fahren den Triebwagen 4 in der Tat. Da hat der Kollege gestern schon ein Problem gehabt. Dann würde ich einfach vorschlagen, Sie rücken bitte in den Betriebsbahnhof ein, in Favoriten. Wir schicken ein Ersatzfahrzeug. Triebwagen 4 hat verstanden, alles klar. Unser Ausgangspunkt ist die Börse, und zwar die Wendeschleife. Wir würden die Linie 71 nach St. Marx fahren an dieser Stelle. Allerdings spielen wir ja eine kleine ausgedachte Geschichte. Die Hälfte der Strecke teilt sich die Linie 71 mit der Linie 1 und mit einer Mittelbahn, sage ich mal, mit der U2Z im Spiel. Sprich, wir haben den Routenverlauf schon einmal gesehen. Wir sind ja die Linie 1 von der Prater Hauptallee mal in drei Parts zum Stefan-Fadinger-Platz gefahren. Schottentor. Umsteigen zu U2. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 1a. Unterwegs sind wir, wie gesagt, im ULF. Das steht für Ultra Low Floor, sprich, wir haben eine sehr, sehr niedrige Einstiegshöhe. Bevor ich noch ein paar Worte zur Straßenbahn sage, switchen wir jetzt einmal mit einem Videoschnitt zum Karlsplatz. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, aufgrund einer Fahrzeugstörung verkehrt dieser Wagen in den Betriebsbahnhof Favoriten. Fahrgäste Richtung St. Marx steigen bitte hier um in das nächste Fahrzeug. Ja, wir kommen wieder nochmal zurück zur Straßenbahn. Der ULF war die erste Niederflurgeneration der Wiener Straßenbahnbetriebe. Seit 1995 sind die Züge im Betrieb. Wir sind in der A-Variante vom ULF, es gibt noch eine B-Variante. Der ULF A sind fünfteilige Fahrzeuge. ULF B wäre eine siebenteilige Ausführung. Wir machen an dieser Stelle noch einmal einen Videoschnitt, denn die Route wäre 1:1 identisch mit der Linie 1 jetzt. Resselgasse. Wir steigen in der U-Strap, also im U-Bahn-Tunnel der Straßenbahn in Wien, ein. Max-Leinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6, 18. In Richtung Burggasse, Stadthalle, 62.
in Richtung Leins, 14a. Badener Bahn nach Baden. An der nächsten Haltestelle der Knöllgasse werden wir links abbiegen, den Linienverlauf also verlassen, der Linie 1, die im Spiel ja spielbar wäre, und Richtung Betriebsbahnhof Favoriten fahren. Auf dieser Strecke haben wir nochmal 3 zusätzliche Haltestellen, die wir im Spiel bedienen können. Knöllgasse. Liebe Fahrgäste, dieser Zug verlässt hier die reguläre Strecke. Dies lässt mir ein bisschen Zeit und Gelegenheit, etwas über die Zukunft von Tramsim sagen zu können, denn vergangenen Monat war die NextSim von Aerosoft, dem Publisher von Tramsim. Die Zukunft sieht leider nicht so rosig aus für Straßenbahnfreunde am PC. Tramsim Wien und Tramsim München blieb hinter den Verkaufserwartungen zurück, kann man so sagen und festhalten. Denn wir werden für München nur noch einen Zusatzinhalt bekommen und dann ist erst einmal Ruhe eingekehrt. Der Zusatzinhalt wird der Betriebsbahnhof sein für Tramsim München, wird allerdings auch nur den Betriebsbahnhof darstellen. Wir werden keine Strecke für Ein- und Ausrückfahrten haben. Neilreichgasse. Umsteigen zu 65a.
Sickertsburggasse. Wir sind am Ziel. Bitte steigen Sie aus. Auf Wiedersehen. An dieser Station lassen wir die Fahrgäste alle raus. Wir machen nochmal einen Kontrollblick, ob auch alle ausgestiegen sind. So ist das ja meistens üblich an so Haltestellen. Und im Anschluss kehren wir in den Betriebsbahnhof ein. Betriebsbahnhof Favoriten. Wir haben jetzt noch eine schöne Aufgabe vor uns, denn wir müssen eine Stadtbahn natürlich auch abstellen auf dem jeweiligen Gleis. So, mit diesem Mitarbeiter hier können wir sprechen. Der würde uns anbieten, wir könnten in die Waschanlage fahren. Allerdings wollen wir nur einparken. So, die Weichen werden von den Kollegen hier automatisch gestellt. Wir könnten die allerdings auch selber stellen. Allerdings ist das sehr zeitaufwendig jetzt hier für meine Zockrunde. Wir müssen jetzt ein Stückchen nochmal vorwärts fahren und im Anschluss werden wir rückwärts fahren. So, jetzt müssen wir uns vorbereiten, denn wir müssen am Rangierpult hinten unsere Straßenbahn jetzt gleich rückwärts fahren. Hierfür müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und schlussendlich nach hinten laufen.
So, ich habe mich nicht ganz getraut, die entsprechende Taste an meiner Tastatur zu halten für das Rückwärtsfahren. Ihr seht schon, das Pult sieht etwas anders aus. Wir haben dieses auch in den heutigen Straßenbahnen wirklich so, dass wir hier nur eine ganz, ganz einfache Fahrerpultmäßig haben. Das ist ja wirklich nur zum Rangieren. In dem Fall ist es eine Taste halten, die Bremslos-Taste, und wir können dann auch nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren. So, und zum Abschluss werden wir jetzt noch das Fahrzeug abrüsten. Ich habe hier einen kleinen Spielefehler gemacht. Ich hätte noch ein bisschen weiter nach hinten rücken müssen. Allerdings ist das jetzt hier nicht weiter schlimm für unsere Zockrunde. Neben den Ulf A und Ulf B gibt es übrigens noch im Spiel eine zweite Variante. Der Ulf A1 und der Ulf B1. Dies ist eine zweite Variante der Ulf Straßenbahn, die zweite Lieferserie. Und sie bringt einige technische Veränderungen mit sich, andere Scheinwerfer. Und außerdem haben wir keinen klassischen Rückspiegel mehr, sondern eine Rückkamera. Das Ganze ist dann gelöst über einen Monitor im Fahrerraum. Wir werden selbstverständlich den Ulf A1 und Ulf B1 auch mal noch in einer Zockrunde fahren. Ganz wichtig ist mir jetzt hier noch zum Abschluss zu erwähnen, all diese Inhalte hier sind zusätzliche Kaufinhalte, die sind nicht im Basisspiel dabei. Zusätzlich gibt es noch den E1 mit Beiwagen als Zusatzinhalt. So, und damit würde ich meinen, beschließe ich die heutige Ausgabe meiner Zockrunde. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Beim nächsten Mal ist Mario Kart 8 Deluxe wieder unser Thema, denn wir wollen noch nachträglich die Strecken der Welle 1 bewerten.